Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit unserer Baby-Challenge. Und wir befinden uns gerade noch in der Weltauswahl, denn ich habe gesehen... Oh, Hilfe. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich möchte mich verbinden. Oh, jetzt habe ich schon wieder so lange das Spiel online habe. Offen habe, was auch immer. Ja, hier wollte ich hin, genau. Denn unter Mulis Sims sind noch zwei neue Einträge gekommen. Das eine ist nochmal eine Ugly to Beauty. Da können wir uns demnächst mal drum kümmern. Mal gucken, wann wir das machen werden. Könnte noch ein bisschen dauern, weil wir jetzt ja als Ugly to Beauty hatten. Mal schauen. Vielleicht habt ihr ja auch Lust drauf. Dann können wir das auch bald machen. Aber viel wichtiger ist gerade das hier. Denn wir haben Männers, den Melody Fanclub. Denn die lieben Melody und die wollen sie alle schwängern. Alle! Und ja, die sehen doch alle ganz nett aus und die kann man schon mal platzieren, oder? Deswegen wollte ich das schon mal mit euch zusammen machen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch Männers einschicken oder auch Frauen, die andere schwängern können. Denn dann kann ich was mit denen haben, beziehungsweise Melody, weil ich möchte eigentlich gerade mit keinem was haben. Und ich lasse die einfach hier einziehen oder so. Also, weil da ist noch frei. Vielleicht platziere ich für die ein Haus. Weil ich bin natürlich lieb und dann können wir vielleicht da auch direkt was mit denen haben oder so. Ich weiß ja nicht. Was haben wir denn? Ich würde gerne am Preis, würde ich gerne hier bis 40.000 oder so, weil die haben ja 30.000. Ich möchte bitte ohne Custom Content, danke. Weil das könnte ich nicht platzieren, das wäre ein bisschen doof. Das sieht doch schnieke aus. Das sieht wirklich süß aus. Oh, das ist leer. Ah, doof. Das reicht zwar nicht für die aus, aber ich platziere das jetzt einfach für die. Oh, das ist zu teuer. Hoppla. Ich finde schon noch was für die, wirklich. Wie wäre es denn hiermit? 38.000. Ach, Mann, oh! Treff mich, wie ich schon 5 Minuten aufnehme und nur ein Haus suche für eine Familie, die gar nicht so richtig was mit dem Let's Play zu tun hat. Help! Ich nehme jetzt einfach das hier. Auch wenn das nicht ausreichend ist für die, aber... Die haben dann wenigstens ein Haus und wenn wir die besuchen, dann können wir da auch direkt was miteinander haben. Wir kriegen nämlich, glaube ich, bald ein Kind, ne? Dann können wir jetzt auch mal ein Spiel starten. Wenn meine Cam so ein bisschen flackert, dann tut es mir ein bisschen leid, aber ich möchte halt das Licht, also mein großes Licht auch anhaben, weil es ist schon relativ dunkel. Und das ist sonst doof. Aber es flackert nur deswegen. Why? Also wir sind hier. Und ich habe jetzt übrigens den Woohoo Wellness Mod installiert, aber ohne dieses Protection-Dings. Also das habe ich gelöscht, weil mir egal. Also so, ich möchte halt bei Risky Woohoo und so habe ich ja an, über den MC Command Center und das finde ich sonst doof. Und ich habe Melody jetzt halt dieses Trade gegeben, dass sie sich darüber freuen würde, schwanger zu werden. Ja, weil das ist halt Melody, die freut sich darüber, schwanger zu werden. Ich habe es leider auf Englisch, weil ich keine Lust habe, es selbst zu übersetzen und es gibt leider keine offizielle Übersetzung bislang. Aber die soll wohl bald eventuell kommen, meinte der Ersteller auf Discord. Deswegen warten wir einfach ab und solange spielen wir das einfach auf Englisch. So, und das müsste jetzt stimmen, dass wir bald ein Kind kriegen, oder? Hier, Fragezeichen, 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 das ist doch schön. Wir haben Kristen noch gar nicht rausgeworfen, hoppla. Weil eigentlich gehört die hier gar nicht mehr rein. Ihm fehlt ja nur noch Denken. Wie hardcore ist er denn drauf? Okay, ihm fehlt, ihr, ne? Das Mädchen. Ja. Fehlt noch Denken und Fantasie, aber das ist auch okay. Oh, die Wehen! Hoppla! Ist jetzt wohl doch schon Zeit. So nah hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das hier funktioniert, aber... Do it! Ein Junge! Das heißt mit Y, dann sind wir ja auch bald schon mit dem Alphabet durch. Wir nennen ihn York. Ich habe das gerade gefunden und ich finde, das klingt irgendwie cool. Nehmen wir. Und noch ein Mädchen. Da gucken wir mal, was wir hier so haben. Oh, das sind irgendwie... Abby! Abby ist ein süßer Name, nehmen wir. Okay, es sind anscheinend wieder Zwillinge. Mann, ich möchte mal wieder Drillinge haben, ja? Wir haben 60 Kinder! Moment mal! Ich muss mal ganz kurz das nachgucken. Warte, hatten wir zuletzt 58 in meiner Beschreibung stehen? Ja, oder? Jo! Dann stimmt das ja wirklich. Melody bekommt ihr Umstyling. Wieso hat sie noch einen schwangeren Bauch? Das ist nicht richtig. Melody bekommt ein Umstyling. Ich möchte das dieses Mal in einem Video verpacken. Also am Mittwoch könnt ihr dann sehen, wie die süße Martin Umstyling bekommt. Oh mein Gott. Das ist jetzt übrigens der Grund, warum ich sie nicht direkt wieder schwanger lassen werden möchte. Denn beim Umstyling sollte sie ja möglichst...
normal aussehen und eben nicht schwanger sein, weil das halt viel an der Kleidung immer sehr anders aussehen lässt und so. Deswegen, ja, ihr wisst schon. So, die süße Maus ist jetzt wach und sie kümmert sich jetzt erstmal um Fantasie, weil da ja noch viel mehr fehlt als bei Denken. Und ja, das ist auch eine Fähigkeit, die relativ schnell ja geht. Deswegen, ja, hoffe ich mal, dass das jetzt bald was wird und dann können wir die vielleicht auch schon bald altern. Juhu! So, also ihr fehlt jetzt wirklich nur noch Denken, eine Fäh also ein Level. Und bei ihm fehlt auch nur noch etwa genauso viel. Ist es auch schon mal schön. Das heißt, wir können wahrscheinlich diese Woche die beiden noch, diese Woche, diesen Part, die beiden noch altern. Das wäre sehr, sehr schön. Oh, ich lieb's einfach, ne? Also ich meine, ich freue mich auch, ihr neue Outfits zu geben und so, aber das Kleid ist schon echt super cute. Wir nähern uns ja auch langsam aber sicher der Folge 100. Und ich würde, glaube ich, dann nochmal umziehen. Und ich hoffe, man kann bei Ab ins Schneeparadies wirklich in der Welt leben. Das wäre ziemlich cool, weil dann würde ich mich dahin ziehen, weil die Sachen sind sehr, sehr toll und ich freue mich so auf das neue Pack. Der Trailer, der hat mich richtig gecatcht und ich bin einfach ready dafür. Und ich freue mich unendlich sehr, dass dieses Pack rauskommt. Und ja, ich denke, dass zu Folge 100, dass das dann vielleicht unser Ziel wäre. Sollten wir dann aber umziehen, würde ich, glaube ich, mal komplett neue Möbel nehmen, weil ich meine, das sind jetzt halt Sachen, die wir jetzt schon seit zwei Häusern mit uns tragen, so. Und wenn wir halt nochmal umziehen, dann kann man ja einfach mal was komplett Neues kaufen und so. Dann würden wir auch nicht so ein riesengroßes Ersparnis haben. Also, was natürlich irgendwie schön ist, aber andererseits denke ich mir so, keine Ahnung, irgendwie ist es auch langweilig, je mehr Geld du hast. Und wenn wir dann halt viel Geld ausgeben und so, vielleicht ist es dann ein bisschen cooler noch. Deswegen müssen wir mal schauen. Ich mache schon mal einen Kuchen, weil wir ja schon wieder keinen haben. Damit wir das dann gleich direkt hier in Anspruch nehmen können. Anspruch? Was? Ach ja, dass wir das direkt machen können hier mit dem Alter an. Ach Mano. So, Xavi ist durch. Deswegen wird der jetzt schon gealtert. Happy Birthday to you! Er ist fröhlich. Oh. Und sozial. So, Lavenda hat es auch geschafft. Deswegen kann sie auch gealtert werden. Happy Birthday to you! Und sie ist faul. Und ebenfalls sozial. Ich schaff's, die beiden nicht mehr in dieser Folge umzustylen, deswegen mache ich das dann offscreen. Ich rufe an, um dich zu informieren, dass der Ur-Ur-Urgroßvater des Freundes deiner Cousine zweiten Grades verschieden ist und dir ein großes Vermögen hinterlassen hat. Was auch immer. Nimmst du die Erbschaft an? Unter welchen Bedingungen? Oh, sehr clever. Nun ja, es gibt keine Bedingungen. Es gibt eine Bedingung, aber eine dieser Bedingungen ist, dass es keine Bedingungen geben wird, wenn du nach Bedingungen fragst. Also gibt es keine Bedingungen, oder? 2500 haben wir jetzt einfach mal geschenkt bekommen. Kann man machen. Sonst hätte man, glaube ich, heiraten müssen oder so. Zumindest habe ich das mal in einem anderen Let's Play gesehen gehabt. Ich kann übrigens nicht vorlesen. Man hat schon wieder richtig gemerkt, dass ich so richtig so, was steht da? Mein Hirn ist einfach, es funktioniert nicht. Okay, dann beende ich jetzt hier die Folge. Wie gesagt, Mittwoch gibt es dann nochmal 100 Baby Challenge Action im Sinne von, wir stylen Melody um. Und dann können wir nächstes Mal, wenn eine richtige Folge kommt, also Folge 79, können wir die Babys direkt altern. Denn dann ist schon Freitagabend. Weil wir haben die Babys am Mittwochabend bekommen und dann 2 Tage, you know, und dann passt das. Und ja, supi. Wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, würde ich mal behaupten. Und ich freue mich schon sehr auf das Umstyling und ich hoffe, ihr seid da auch dabei. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann und tschüss!